Die heilende und regenerierende Kraft des Frühlings. Unser Körper wird in seinem Wachstum und Wechsel von den gleichen Kräften und Gesetzen geleitet, die auch Wachstum und Wechsel aller anderen organischen Gebilde bedingen, der Schlangen, Vögel und Säugetiere. Jedes Jahr um Frühlingsanfang kommt und wirkt eine Kraft auf diesem Planeten, die von der Sonne stammt, die gesamte organische Materie durchdringt. Vor allem aber die höchste, komplizierteste, daher empfänglichste mentale Organisation, den Erdenmenschen. Seine hochgespannten Saiten der Geistigkeit schwingen vielfältiger, als das niedere Leben es vermag, in dem kosmischen Rhythmus mit, und seine Aufgabe in kommenden Zeiten wird es sein, von dieser Sonnenemanation immer mehr zu absorbieren, zu immer größerem Heile, in dem Maße, wie er lernt, sich dieser Kraft ohne Hemmung und restlos empfangend hinzugeben. Diese rätselhafte, nur der frühen Frühlingssonne eigentümliche Strahlung bewirkt die erhöhte Strömung der Pflanzensäfte, dieses Lebenselixiers, dem dann Knospen und Triebe und Blätter wie Wunder entkeimen. Das Einströmen dieser Sonnenemanationen verleiht dem Baum die Kraft, neuen Vorrat an Nahrung durch seine Wurzeln aus der Erde zu ziehen. Auch die Kraft, die letzten toten Blätter und Reste des vergangenen Jahres endgültig abzuwerfen. Auch Tiere und Vögel, besonders in ihrem freien und wilden Zustand, schwingen in diesem Sonnenrhythmus mit. Sie erneuern Federn und Fell. Doch ist dieses äußere Abwerfen verbrauchter Materie nur ein kleiner Teil jenes großen Umwandlungsprozesses, der durch den ganzen Organismus geht, jede Zelle durchdringend. Unser Körper unterliegt dem gleichen Gesetz. Zu Ende des Winters, an den Frühlingsgrenzen, machen auch wir eine Art Mauser durch. Wir werfen alte, tote Materie ab und nehmen neue in uns auf, vorausgesetzt, dass wir der regenerierenden Kraft überhaupt Gelegenheit geben, in der günstigsten Weise auf uns zu wirken. Das heißt, wenn wir aufhören, mit Leib und Geist aktiv zu sein, wenn sie der Ruhe bedürfen, wie es auch die Tiere zu dieser Periode tun. Das neue Fell, die Federn, die Haut, der veränderte Kreislauf in allem Organischen, die frischen Knospen, Blätter und Zweige sind nur der sichtbare Ausdruck jener unsichtbaren Sonnenemanation. Neue Kristallisationen, die aus neuen Lösungen unsichtbarer chemischer Substanzen stammen, in denen Vögel, Tiere und menschliche Leiber sich baden. Die gelösten Elemente des vergangenen Jahres sind auf diese Art verbraucht, in den Organismus hineingebaut worden. Baum, Tier und Menschen, jede sichtbare Organisation steht zu dieser regenerierenden Lösung in dem Verhältnis des Stabes, an dem sich aus der Lösungsflüssigkeit die Kristalle absetzen. Es gibt keine Grenzlinie zwischen dem, was wir Geist und Materie nennen. Die Materie ist nur die Form des Gedankens, die sich in äußeren Sinnen offenbart. Der Indianer nennt Februar und März die schwachen Monate. Ein schärferer Beobachter der Natur als wir erkennt eher die Neigung zur Inaktivität, Müdigkeit und Ruhe im Organismus, die nur jene erneuernde, regenerierende und schaffende Kraft begleitet. Die größten und schönsten Kristalle bilden sich aus jener Lösung, die keiner Erschütterung ausgesetzt wird. Unser Leib unterliegt in der großen Frühlingskristallisation der gleichen Regel. Um der vollen, uneingeschränkten Wohltat dieser großen Kraft teilhaftig zu werden, muss ein Mensch ruhen, sobald er das Bedürfnis danach empfindet, sei es um Mittag oder Mitternacht. Wer sich zur Anstrengung zwingt, geistig oder leiblich, wer durch bloßen Willen gegen den Instinkt weiterarbeitet, wie Tausende und Abertausende heute tun und zu tun gezwungen sind, dank unseren unnatürlichen Lebensbedingungen, der hält die regenerierende Kraft von sich ab, schädigt und beeinträchtigt frevelhaft ihr Werk. Statt ihr geheimes Weben in sich wirken zu lassen, das im Baume die Knospen schwellt, schleppt er krampfhaft die alten, toten Reste mit sich ins frische Jahr, die abgestoßen werden sollten, wie die Eiche ihre alten Blätter abstößt, trägt er verbrauchte, alte, tote Last mit sich weiter statt jungen, aufsteigenden Lebens. Auch eine der vielen Ursachen, die Schultern beugt, Haare bleicht und Runzeln schafft. Der Verfall des Körpers, das wir Alter nennen, beruht einzig auf der Ungläubigkeit oder Unwissenheit des Menschen, sich auf seiner Unfähigkeit die Bedingungen aufzusuchen, die ihn mit unerschöpflicher Kraft bekleiden würden. Muskelkraft und unausgesetzter Tatendrang können auch einer fieberhaft gesteigerten Innovation entspringen, einem fast düsteren Delirium, das von Geschäft zu Geschäft rast, wie gepeitscht, kein Halten kennt, noch kennen will, bis der große Kollaps kommt. Wollten die Menschen jener Idee von der regenerierenden Frühlingskraft ohne Hohn nur respektvoll gegenüberstehen, gleich viel, ob sie ihr Glauben schenken können oder nicht,
Schon solche respektvolle Haltung bloßen Zuwartens würde ihnen große Hilfe bringen. Jede lebendige Wahrheit, die beim ersten Auftreten nicht brutal aus dem Gehirn hinausgeworfen wird, fasst irgendwo Wurzel und lebt und beweist ihr Sein durch das Gute, das aus ihr wächst. Menschen, die hart arbeiten, erlahmen weit früher oder gehen rascher zugrunde als andere. Die Widerstandskraft des abgehärteten Seemanns dauert oft nur wenige Jahre. Mit 45 oder 50 Jahren ist er ein alter Mann. Im ganzen Königreich der Natur wechseln immer Perioden der Aktivität mit denen absoluter Ruhe ab. Die Zirkulation im Pflanzenreiche ruht im Winter, und auch die Tiere tun da wenig mehr als essen und schlafen. Sogar der Boden ruht frischer Saat entgegen. Würde sich auch der Mensch zu Zeiten so vollkommener Passivität hingeben, er, der so viel mehr von der verborgenen Sonnenkraft aufzunehmen vermag, er würde aufleuchten in geistiger und physischer Wiedergeburt. Sinne und Kräfte würden in ihm wach werden, deren Existenz heute noch von vielen gänzlich geleugnet wird. Orientalen, Völker des Ostens, haben bis zu einem gewissen Grade eben durch ihr ruhiges und verinnerlichtes Leben die Macht über jene neuen Sinne und Kräfte eher erlangt als wir. Sie haben nicht die Stärke und Domination des Eroberers. Indien ist England unterlegen, und doch siegen sie am Ende über die äußerliche Kultur des Westens. Schon sitzen wir zu Indiens Füßen und lernen unsere erste Lektion, das Alphabet jener Gesetze und Kräfte, die unsere Weisen nicht wissen. Und woher diese Kräfte? Woher stammen sie? Wie haben sie sich entwickelt? Aus der Macht schweigender Geister, in Harmonie auf ein Ziel gerichtet, durch Jahrtausende. Wir aber nähren den Aberglauben, nichts vollbringen zu können, denn durch Hetzen, Rastlosigkeit und Mühe. Wir vermögen nicht, in jenen hochschlafartigen Zustand leiblicher Ruhe zu geraten, da unsere Gedankenkräfte in die Ferne wirken und uns hundertfach das zu Füßen legen, was nie durch äußere Anstrengungen erreichbar wird. Den jährlichen Prozess des Knospens und Kristallisierens im Körper aber willkürlich zu unterbrechen, ist so ruinierend, wie den treibenden Baum zu beschneiden. Viele mögen einwenden. Aber wie können wir unsere Geschäfte im Stich lassen, uns brotlos machen, um den Körper in die Frühlingsreparatur zu geben? Menschliche Satzungen sind nicht die natürlichen. Wenn die Natur das Machtwort Ruhe spricht und der Mensch erwidert Arbeit, so wird am Ende immer der Mensch den Schaden davon haben. Die Notwendigkeit einer Sache erkennen macht sie schon halb und halb möglich. Das Bedürfnis nach ihr, das intensive Verlangen, sind an sich ein Gebet, eine Kraft, die Hilfe bringt und uns allmählich hinausgeleitet aus den schädlichen Lebensbedingungen. Das ist die Keimzelle alles Werdens, alles Fortschrittes in ein höheres und würdigeres Leben. Christus schon hat dieses Gesetz in das große Wort gekleidet. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Er hat es wissentlich unterlassen, dies Mysterium zu erklären, zu sagen, woher es kommt, dass jeder hohen Aspiration, jedem ernsten Gedanken, jedem wahrhaftigen Wollen Erfüllung wird. Doch dieses und andere Geheimnisse sind unergründbar. Jede Ursache, die einer Wirkung entspricht, ist nur die Quelle zu einem neuen Mysterium, als dessen Wirkung sie selbst erscheint. Erst uns ist es gegeben, alle die unbegreiflichen lebendigen Kräfte bewusst zu nützen, ob uns auch ihre letzten Quellen verborgen sind. Die Leiber der Bäume und Tiere verfallen aus Mangel an diesem Wissen. So sind auch wir bisher verfallen. Der letzte große Feind, der besiegt werden muss, ist aber nach Paulus der Tod. In dem Maße, wie der Mensch durch Wissen die Wunderkräfte um und in sich steigert, lernt er, in der Linie des großen Lebens mitzuschweigen. Wow. Sich in Harmonie zu bringen mit stummen Gewalten, die sein sterbliches Teil zur Unsterblichkeit wandeln, indem sie es ohne Unterlass aus immer feineren Elementen neu erbauen. Die Unsterblichkeit im Fleische. Wir glauben, dass die Unsterblichkeit im Fleische möglich ist. Das heißt, dass ein Körper so lange behalten werden kann, wie der Geist ihn zu gebrauchen wünscht. Und dass ferner dieser Körper, statt im Lauf der Zeiten zu verfallen, sich in einer erneuten Jugend zu regenerieren vermag. Wir glauben, dass die Mythen der Kulturvölker, die von Unsterblichen, das heißt von Wesen handeln, die über höhere Kräfte als das Geschlecht der Sterblichen gebieten, auf irgendeinem wahren Kern beruhen.
Diese neuen Möglichkeiten einer Unsterblichkeit im Fleische fließen aus dem Gesetz des jedem inbrünstigen, unverrückbaren und dauernden Wunsche der Menschheit irgendwann Erfüllung werden muss. Der Schrei nach Leben schwillt aus der Dumpfheit an, in dem Maße, wie die Massen die hohen und feinen Freuden und Erkenntniswerte des Daseins kennenlernen, in dem Maße, wie die Menschen für die Vielfalt ihrer Ziele das Leben als viel zu kurz empfinden. Der Leib aber wird nur neue Lebensimpulse durch eine Reihe spiritueller Prozesse erlangen, deren jeder ihn zu einem flexibleren und verfeinerteren Instrument und Träger machen wird, an dem gedankliche Einflüsse sich immer leichter manifestieren können. Die Prozesse erhalten nicht den Körper, den ein Individuum heute haben mag. Sie erhalten einen Körper, dessen Teile sich in ewigem Flusse, gleich dem höchstgeistigen Äther, der sie formt, verwandeln. Dieser einende Wille, dieser Wunsch, dies Gebet wird über die Zufälligkeiten des Tages hinweg den neuen, notwendigen Leib formen. Jetzt häufen wir bewusst und unbewusst Todeskeime in den Körper hinein. Jeder Atemzug ist ja getragen und beschattet von dem Wissen um das Altern, von dem Glauben an den Verfall. Überzeugungen aber materialisieren sich in Fleisch und Blut. Der Glaube an die Möglichkeit stets sich erneuernden Lebens bringt dieses Leben. Mit dieser Regeneration muss also wohl ein Abwerfen verbrauchter Teile Hand in Hand gehen, große Mauseperioden, wie sie das Tierreich kennt. In verschiedenem Grade hat die organisierte Materie an der Lebensenergie teil. Auch auf die einzelnen Menschen verteilt sie sich verschieden, der fortschreitenden Entwicklung gemäß aber wird es bald Individuen geben, die von diesem ewigen Strome so durchpulst scheinen, dass sie die Möglichkeit der Regeneration zu erkennen vermögen und mit ihr ganz neue Perspektiven für ihre Existenz. Wenn neue Ideen aus unserem inneren Selbst geboren werden, ist immer ein niederer Teil in uns, der sie bekämpft. Der Körper ist das Schlachtfeld dieser Meinungen und leidet infolgedessen. Gelingt es dem Körper auch nur zum geringen Teil, den Glauben an die unendliche Kraft sich anzueignen und einzusehen, dass physische Gebrechen und physischer Tod keine ewigen Notwendigkeiten sind, so muss das Höhere siegen. Ein alter Fehler nach dem anderen wird abgestoßen, eine neue Erkenntnis nach der anderen bricht durch. Aus jedem folgenden Kampfe wird der Leib stärker hervorgehen, bis die Krämpfe und Krisen selbst immer schwächer werden, um endlich dauernder Serenität zu weichen. Die Menschen haben bis jetzt ihre Leiber verloren, weil sie nicht wussten, dass auch Krankheit eines der Mittel ist, durch das alte materialisierte Gedanken abgeworfen werden, um neuen die Bahn freizugeben. Und eben weil sie dies nicht wussten, wandten sie ihre Kräfte falsch an, um das Alte künstlich zurückzuhalten. Sie halten es durch ihren Glauben zurück. Der Glaube ist es, durch den eine Krankheit zum Verderben oder zum Tode ausschlägt. Wer sich dahin bringen kann, in der Krankheit ein Mittel zu sehen, altes, verbrauchtes Material aus dem Organismus zu schaffen, unterstützt damit die Arbeit des Geistes ungemein. Wer aber in der Krankheit nur ein Übel sieht, lädt eine drückende Last von Irrtum auf sich, die in seinem Fleisch und Blut sich so lange manifestieren wird, bis dieses nicht mehr befähigt erscheint, überhaupt Träger des spirituellen Ego zu sein. Mit Hohn die Vorstellung von sich zu weisen, dass der Leib durch immer erneute Umwandlungsprozesse dauernd erhalten werden kann, heißt eine Türe zum Leben verschließen und das Tor des Todes freiwillig weit aufreißen. Wir dekretieren hier nicht. Man sollte so und so glauben. Viele sind jetzt geistig derart veranlagt, dass sie solches eben nicht zu glauben vermögen. Es wird viele Dinge in Zukunft geben, die heute noch keiner zu glauben die Kraft hat. Wir können aber, wenn das Unmögliche wünschenswert ist, einen Glauben erbitten, der uns die Gründe liefern wird für das, was wir zu glauben wünschen. In dem Maße, wie wir ihn erbitten, kommt dieser Glaube. Gläubigkeit ist die intuitive Kraft, eine Wahrheit zu empfinden, die unsere rein mentale Sphäre noch nicht erreicht hat. Diese Gläubigkeit war in Kolumbus, da er die Existenz des neuen Weltteils behauptete. Sie ist in jedem, der an seinen Sternen glaubt, und repräsentiert eine wirklich lebendige Macht im Menschen, die ihn auf unbegreiflichen Wegen zu seinem Ziele trägt. Wer um Glauben, um Möglichkeiten betet, die ihm selbst noch fremd und ungeheuerlich erscheinen, betet zugleich um die Fähigkeit, Gründe für die neue Wahrheit zu entdecken. Wer unverrückbar fest nach Wahrheit und nur nach Wahrheit verlangt, wird sie erhalten, und die ganze Wahrheit bedeutet die Macht, scheinbar Unmögliches zu vollbringen. Kein Mensch kann völlig, ganz und für immer von Übel befreit werden, das heißt die Unsterblichkeit im Fleische erlangen, der nach einer anderen Stütze für seinen Glauben sucht als dem unendlichen Bewusstsein. In diesem Sinne muss jeder Geist völlig in sich ruhen. Niemand kann höchste Kraft
in sich ziehen, der von anderen abhängig ist. Er wird auf diese Art nur fremden Glauben entleihen und absorbieren. Das mag ja zu Zeiten Wunder wirken, ist aber doch auf Sand gebaut. Nur von der lebendigen Quelle in uns selbst ist keine Trennung möglich. Sie wächst in uns, für uns, da ein ewiges sie speist. Das beste Gebet wird bewusst und unbewusst stets sein, möge mein Glaube stetig wachsen. Wer seine geistige Attitüde Krankheiten gegenüber insofern verändert, dass er sich daran gewöhnt, sie als ein Mittel des Geistes zu betrachten, alte Irrtümer, Gedankensünden abzuwerfen, die sich von frühester Kindheit an absorbiert im Fleische manifestiert haben, hört auf diese Weise langsam auf, sich mit neuen Irrtümern zu beladen. Er beginnt im Gegenteil abzuladen und alle frühere Gedankenangst aus sich hinauszutreiben. Die gefährliche Krankheit, die man vielleicht vor Jahren gehabt hat, hat die Erinnerung an eine bestimmte Furcht zurückgelassen und mit der Furcht auch den irrigen Glauben, der ihr zugrunde liegt. Dieser Irrtum, die falsche Zwangsvorstellung von Furcht schlechthin, muss als Erinnerung alle die Jahre schädigend auf den Körper eingewirkt haben. Sie ist ein lebendiger Teil des Ichs geworden, wie alle Erinnerungen und Erfahrungen lebendige Glieder unseres Seins sind. Und alle diese oft unbewussten Erinnerungen nähren den alten Wahn, Verfall und Tod könnten nimmer besiegt werden. Wird nun die geistige Attitüde völlig verändert, so tritt ein Exorzismus ein. Die geistigen Abszesse fließen aus, ein Vorgang, der seine Wirkungen auch im Fleische zeigen muss. Irgendwie werden die alten Leiden und Krankheiten, deren schreckhafte Erinnerungen so schön aufgespeichert waren, wiederkehren, in einer abgeschwächteren Form, als Katharsis, als Austreibung der alten Irrtümer. Wer aber seine geistige Attitüde nicht von Grund aus in dieser Weise umkehrt, der lädt sich mit jeder neuen Krankheit auch eine neue Erinnerungslast auf, wieder einen Irrtum, eine Unwahrheit mehr, bis er schließlich unter der Last zusammenbricht, die sein Organismus nicht mehr zu bewältigen vermag. Es gibt keine Periode, da es zu spät wäre, umzulernen und der Wahrheit teilhaftig zu werden. Jederzeit wird eine Wahrheit ihre Wirkungen im Fleische beginnen, wenn auch vielleicht dieser eine Leib nicht mehr das höchste Ziel erreicht. Verloren war die Kraft nicht, sie wird im Geiste auf der unsichtbaren Seite helfen, einen vollkommeneren Leib zu bauen für ein neues Leben. Wer an dem Irrwahne festhält, die Menschheit müsse, wie bisher, so in alle Ewigkeit ihren Körper verlieren und ohne Macht bleiben, Krankheit und Verfall zu hindern, der setzt seinen Glauben der Tatsache entgegen, dass auf dieser Erde alle Dinge ein Vorwärtsschreiten zu größerer Feinheit, höherer Macht, kühneren Möglichkeiten sind. Was bückt die Schultern und bleicht die Häupter? Dies zähe Hängen an der Vergänglichkeit, dieser fanatische Glaube an den Staub, das Erwarten des Verfalles. Beladen wird der Geist mit Tod, bis er zusammenbricht. Ein verjüngter, verschönerter, ein blühender Leib bedeutet eine Seele, die glänzt von neuen Ideen, Hoffnungen, Plänen, Zielen und auffliegendem Verlangen. Das ewige Leben ist nicht der halbe Tod des reifen Alters. Doch so sehr herrscht in dieser Rasse der Glaube an Schwachheit und Verfall vor, dass sie die Weisheit allegorisch nicht anders darzustellen weiß als in Gestalt eines Greises, grau, kahl, auf einen Stab gestützt, also eine Weisheit, die nicht einmal sich selbst vor dem Verfall zu bewahren versteht. In dem Maße, wie die Sensitivität steigt, wird sich ein instinktives Abwenden von allem, was sichtbar oder unsichtbar schadet, geltend machen. Zu- und Abneigung wird durch alle Sphären bis zur Hellsichtigkeit wachsen. Diese wird schädliche Menschen und schädliche Gedanken wie durch Reflexbewegung abstoßen. Wie der Glaube steigt, kommen von allen Seiten materielle Dinge zum Regenerationsprozess zu Hilfe, in Form von Nahrung, von veränderten Gewohnheiten und Umgebungen. Doch der Geist ist es, der dies alles lenkt. Es wird nicht möglich sein, ihm nicht zu gehorchen. Schädliche Nahrung kann nicht mehr verdaut, schädlicher Verkehr nicht mehr unterhalten werden. Alle Hindernisse sterben leicht und von selbst in ihren Wurzeln ab. Wer aber in allen diesen Dingen versucht, selbst strenge Regeln aufzustellen, in der Hoffnung, sich dadurch zu spiritualisieren, erlaubt seinem materiellen, niederen Intellekt, die Sache in die Hand zu nehmen. Dieses niedrigere Selbst versucht dann der Intuition, dem Höchsten der Menschen Gesetze vorzuschreiben. Nein, die am Glauben wachsende Intuition soll das Werk vollbringen. Wenn es dann zum Beispiel für das materielle Ich an der Zeit ist, tierische, also grobe Nahrung aufzugeben, wird im gleichen Augenblick auch das Verlangen danach verschwunden sein.
Da wir uns zu dem Glauben an eine Unsterblichkeit im Fleische bekennen, behaupten wir aber noch nicht, dass sie einem der gegenwärtigen Lebenden erreichbar sei, aber auch nicht, dass sie unerreichbar sei. Ebenso wenig dringen wir darauf, die Menschheit solle sich in irgendeinem physischen Sinne sogleich ans Werk machen, um unsterblich zu werden. Wir vertreten nur die Meinung, dies alles müsse am Ende früher oder später als natürlicher Ausfluss jener Kraft kommen, die vom Gröberen zum Feineren fortschreitend die Wesen dieser Erde vergeistigt. Wie man seine Unternehmungen fördert. Welche Stellung ein Mensch auch bekleiden mag, Typist, Portier, Buchhalter, Cowboy, Beamter, kurz was immer, wenn er in die Gewohnheit verfällt, sich immer in der nämlichen Position zu sehen, ohne höheren Wirkungskreis oder besseren Lohn, so hat er alle Chancen gegen sich. Er erzeugt diese widrigen Chancen selbst, da er die Vorstellung beibehält, die ihm sein eigenes Selbst im ewig gleichen Milieu zeigt. Aus Luftschlössern dagegen entstehen die Paläste der Erde. Der Gemütszustand, in dem wir am häufigsten sind, ist eine Kraft, die Ereignisse für oder gegen uns lenkt. Da gibt es Wesen, geboren mit Seelen, so ohne Schwung und Ziel und Weg, dass sie überhaupt nicht für sich selbst zu sorgen vermögen, nicht einmal Ererbtes erhalten können. Das sind Schulbeispiele für jene Denkform, die Misserfolge zeugt. Andere wieder, in Armut geboren, häufen Wohlstand fast von allem Anfang an. Sie richten all ihr Denken, werfen all ihr Wollen auf ein Ziel und haben Erfolg, soweit man Geld verdienen an sich einen Erfolg nennen kann. Das Fördern jedes Unternehmens beginnt in der Fantasie. Wer sich aus bescheidener Stellung zum Beherrscher von 12 Eisenbahnlinien hinaufgearbeitet hat, war geistig immer seiner Stellung voran. Hat er eine Stufe erreicht, sah er sich schon auf der nächsten. Wer es erträgt, jahrelang Lumpensammler zu sein, hat sich gewiss nie anders gesehen, hat psychisch die Grenze des Lumpensammelns nie verlassen. Beneiden mag er wohl solche, denen es besser geht, er wünscht sich manches, was sie genießen, aber nie hat er zu seiner Seele gesprochen, ich will und werde mich von diesem Berufe befreien, ich steige auf zu etwas Reinerem und Höherem als Lumpensammeln. Neid allein bringt aber nicht vorwärts, und so bleibt er ein Lumpensammler sein Leben lang. Wer sich bescheidet, die schönsten Dinge dieser Erde als zu hoch über sich, als unerreichbar anzusehen, wer sich immer am Fuß der Leiter sieht, grollend gegen alle, die über ihm sind, wird höchstwahrscheinlich am Fuß der Leiter bleiben. Jeder geistige Hang, in dem wir eine gewisse Zeit verharren, bringt uns zu Dingen im Leben, die diesem Hange korrespondieren. Wer zum Beispiel Pferde liebt und sich innerlich viel mit ihnen beschäftigt, wird höchstwahrscheinlich, wenn sich Gelegenheit bietet, dorthin gehen, wo edle Pferde zu sehen sind. Dabei wird er wahrscheinlich mit anderen Pferdekennern oder Freunden ins Gespräch kommen. Er wird in irgendeine Relation zu Pferdekauf oder Zucht oder Pflege gebracht werden. Geht seine Vorliebe für Pferde nicht weiter als bis zu dem Wunsch, unter ihnen zu leben, sagt er sich in Gedanken, ich kann nur Wärter oder Kutscher sein, und fühlt geistig den Abstand zwischen sich und den großen Pferdezüchtern und Stallbesitzern, so bleibt er wohl sein Leben lang Wärter oder Kutscher. Nimmt er sich aber vor, gerade in seiner Lieblingsbeschäftigung emporzukommen, fühlt er sein Recht ebenso gut wie ein anderer, große Gestüte zu besitzen, so wird er wahrscheinlich dieses Ziel erreichen. Warum? Weil einfach dieser Gedanke ihn schon den leitenden Männern dieser Branche näher bringt. Sie fühlen unbewusst seine Ideen, sein Interesse, die Gleichheit des Strebens heraus. Und ist er eifrig und ihrem Geschäft hingegeben, als wäre es sein eigenes, wie jeder Mensch es ist, der sich im Zustand der Aspiration befindet, so fördern sie ihn. Sie finden ihn nützlich, er hat Gelegenheit, ihnen auch persönlich näher zu treten, eine intimere Aussprache findet statt, er wird unentbehrlich, es entsteht Freundschaft, dieser wichtigste Faktor in allen Unternehmungen, denn im praktischen Leben, in jedem Zweig menschlichen Strebens, sind die Leute auf wechselseitige Hilfe und auf Vertrauen angewiesen. Wer sich selbst gering wertet, wird von anderen nicht so hoch geschätzt, wie es der Fall wäre, wenn er Selbstachtung zeigte. Auch wird niemand geneigt sein, ihm zu einer besseren Stellung zu verhelfen. Es ist keine Gedankenwelle da, die ihn trägt. Mancher, der sich prüft, mag finden, es gebe Stellungen im Leben, in die er sich nie zu träumen wagte. Von 10 Abwaschfrauen würden 9 es nie wagen, sich auch nur einen Augenblick im Geiste als Direktrizen jenes Hotelunternehmens zu denken, deren bescheidenstes Glied sie jetzt ist. Gelegentlich aber steigt eine Person aus ähnlich dürftiger Stellung zu einer weit höheren. Diese wagte den Gedanken. Das war die unsichtbare treibende Kraft, die sie emporführte.
Wo immer man sich im Geiste sieht, dauernd und beharrlich sieht, dahin wird man vom Schicksal getragen. Und wenn nicht ganz an das Ziel, so doch wenigstens in die Nähe, in eine Stellung, die jedenfalls besser ist, als ziel- und ambitionslos in Rinnstein zu stehen. Wer sich fürchtet, Verantwortung zu übernehmen und die sichere Ecke mit dem sicheren Gehalt vorzieht, wird immer mehr oder weniger eine Maschine bleiben, der Willkür anderer preisgegeben und muss zusehen, wie der größere Gewinn aus seinen Fähigkeiten Fremden zufließt. Wer Verantwortung zu tragen wagt, reüssiert am besten. Wer es nicht wagt, muss der schlechter entlohnte Handlanger jener sein, die wagen können. Getraue dich wenigstens in der Fantasie, ein großes Unternehmen zu leiten oder hohe Summen zu verwalten. So im Stillen, im Kämmerlein des Geistes zu wagen, gib dich dem Spott der anderen nicht preis. Es ist gerade so billig, als sich am Fuß der Leiter zu sehen. Übe die Kunst, Erfolg zu erwarten. Ruhiges Erwarten des Erfolges ist überhaupt die beste, fruchtbarste Art, seine Gedankenkraft anzulegen, die es auf der Welt gibt. Unglück fürchten, Hindernisse voraussehen, über möglichen Schwierigkeiten brüten, das ist ruinierend und der sicherste Weg zur Armut. Verantwortung braucht nicht notwendig Sorge, Ärger, Unruhe und Aufregung zu bringen. Spirituelle Kultur, die gelernt hat, von Dingen wegzudenken, bis ihre Zeit da ist, entlässt den Gedanken an die Verantwortung, bis es zweckmäßig oder nützlich ist, ihm Einlass zu gewähren. So kann bisweilen ein kleiner Gemüsekrämer die halbe Nacht schlaflos über seinen kleinen Affären hinbringen und am Morgen dann, müde und übernächtigt, weniger denn je geeignet sein, diese Dinge in Ordnung zu bringen, während ein Millionär, ein Großkaufmann der gleichen Branche die Fähigkeit hat, Sorgen abzuwerfen und im Schlafe neue Kräfte zu sammeln für die Verantwortung des kommenden Tages. Es besteht ein allgemeines Bedürfnis nach besseren Dingen, als die Welt sie bisher gehabt hat, ein Bedürfnis nach besseren Häusern, feinerer Kost, höheren Vergnügungen. Unaufhaltsam wächst das Verlangen nach Besserem, das auch Entlohnung findet. Sage nicht innerlich, dass du der Welt von diesem Besseren nichts geben könntest, du vermagst es. Denken, ich kann nicht, heißt jeder Möglichkeit den Riegel vorschieben. Es ist einfach Vergewaltigung an dem Gesetz, das jedem gestattet, teilzuhaben an allem Besten dieser Erde. Wer sich mit dem bloßen Bewusstsein des Wertes zufrieden gibt, den die Sache hat, die er den Menschen bietet, sei sie nun technischer oder künstlerischer Art, und nicht auf Anerkennung seines Werkes dringt, begeht ein schweres Unrecht gegen sich selbst. Ungerechtigkeit gegen uns selbst ist aber auch Ungerechtigkeit gegen andere. Wer eine gute Sache, die er den Menschen anbietet, selbst niedrig einschätzt, der sendet eine Kraft von sich, die auch andere seine gute Sache missachten lehrt. Wenn du eine Schüssel mit echten Diamanten auf der Straße verkaufen wolltest und deine Blicke und Gebärden drückten Zweifel an der Echtheit dieser Steine aus, 99 unter 100 Käufern würden deine Diamanten für Glas ansehen, einfach durch die Suggestion deiner Gedanken. Und alle Chancen sind dafür, dass jener eine, der sie doch als echt erkennt, wenigstens den Versuch machen wird, dich zu betrügen, indem er deinen Zweifel unterstützt. Wenn ein Mensch unaufhörlich die Sache, die er anbietet, verbessert und vervollkommnet, so wird die Welt bald die Vervollkommnung freudig erkennen und entsprechend wertschätzen. Wer die billigen Artikel verbreitet, den Schund, die Imitationen, tritt die wertvollsten Instinkte der Menschheit mit Füßen, die nach dem Besseren strebt und bereit ist, dafür zu zahlen, vorausgesetzt, dass sie dann für ihr Geld auch wirklich Besseres erhält. Dieser Konzession an die Billigkeit, dieses Kriechen und Unterbieten vor der Masse, die alles Minderwertige sucht, ist die Ursache jener billigen Kleider, die schon zerfallen, ehe man sie anzieht, der schlechten Häuser mit verfaulten Fundamenten, die Miasmen ausströmen und dann die teuren Leichenbegräbnisse zur Folge haben. Hätte diese Pest der Verbilligung auch freien Spielraum, in die Natur überzugreifen, unser ganzer Planet würde zu bedeutend ermäßigten Preisen plagiiert, und wir würden mit abgelegter Luft und abgelegtem Sonnenschein versorgt. Glücklicherweise sind die wunderbaren Kräfte der Ewigkeit auf wachsende Verfeinerung und Veredelung gerichtet. Wie sich aus der Geschichte der Erde zeigt, die sich aus dem Chaos und den wilden Formen der Tier- und Pflanzenwelt zu der heutigen Höhe entwickelt hat, die immer noch anwachsen muss in dem Maße, wie mehr Licht und Weisheit und Kenntnis der spirituellen Gesetze in Männern und Frauen erwachen. Meide Menschen, die mutlos und abhängig sind und mit ihrer ewigen Erwartung des Unglücks Unglück herbeiziehen. In ihrer Gesellschaft, wer immer sie sein mögen, wirst du von ihrem Geiste absorbieren und unwillkürlich anders handeln. Nicht mehr du selbst sein. Du wirst erfolgreiche Methoden nicht mehr so klar sehen, du schwimmst in ihrem verderblichen Gedankenelement. Solches Meiden ist keine Herzlosigkeit. Unglück ist Schuld oder Mangel an Einsicht.
Menschen des Erfolges gravitieren aus Instinkt zu ihresgleichen, meiden die Pechvögel. So folgen sie einem Teil des Gesetzes, doch auch ihr Erfolg ist meistens einseitig, weil sie eben nicht das ganze Gesetz kennen. Unter einseitigem Erfolg verstehe ich jene Häufung von Geld und Ehren, die mit der Gesundheit und aller Fähigkeit, den Ertrag der Mühe zu genießen, erkauft ist. Die Absorption minderwertiger, abhängiger Gedanken von anderen hat schon manches Unternehmen zugrunde gerichtet. Du siehst heute vielleicht einen Weg ganz klar, du bist hoffnungsvoll, tatfreudig. Morgen ist alles wie umgewechselt, du hast das Vertrauen in deine Ideen verloren, siehst nur Misserfolg, bist im tiefsten Mauseloch. Warum? Weil du dich unter ziellosen, gleichgültigen Menschen bewegt hast. Wenn du auch nicht über deine Pläne mit ihnen gesprochen hast, ihr inferiores Denken klebt an dir wie Pech. Es hat deine Visionen erdrückt, verfärbt, umwölkt. Es ist wahr, dass fremde Gedanken ebenso in unser Wesen eindringen können wie faule Dämpfe in unser Haus. Sage dir unaufhörlich, ich will mich nicht von irgendjemand knechten lassen, und du bahnst dir einen Weg aus Sklaverei, Abhängigkeit und Bettlertum. Bist du weitsichtig, hoffnungsvoll und energisch und ist dein Unternehmen aufrecht gebaut, so fühlt die Welt in dir den kommenden Mann. Sie fühlt dich, ehe sie dich von Angesicht kennt. Der spirituelle Ozean fühlt dich und die Wellen, die vor dir hergehen. Das bahnt, bildet und baut die Erfolge in der Sphäre der Wirklichkeit. Was also zu dir strömt, gib es weiter, lass es zirkulieren, jedem wird gegeben in dem Maße, wie er gibt. Lass dich nie vom Gelderwerb hinreißen, Vermögen um den Preis der Gesundheit erwerben, heißt sich die Füße abschneiden, um dafür ein paar Stiefel zu kaufen. Alle Unternehmungen können ohne Hetzerei, Mühsal und Roboten vollbracht werden. Bist du geplagt, so ist es ein Zeichen, dass etwas in deinem Geschäft falsch ist. Wenn Geist und Leib spielend und harmonisch arbeiten, wird die größte Kraft entfaltet. Diese Kraft, 2 Stunden lang richtig geübt, muss mehr vollbringen als 10 Stunden Hetzerei. Niemand kann ein Unternehmen fördern, das er nicht liebt, bei dem nicht sein ganzes Herz ist. Er muss ein unaufhörliches Interesse haben, es zu verbessern, eine Freude, es zu heben. Niemand kann Erfolg in einer Sache haben, die er in Gedanken nicht stetig erweitert und vervollkommnet. Alle großen Unternehmungen sind Gedanken immer und immer wieder geistig durchlebt, ehe sie die Form der Wirklichkeit annehmen. Dieses Denken zieht immer neue Kraft aus der Umgebung an sich, wie eine Lösung, die im Begriff ist, sich sichtbarlich zu kristallisieren. Wenn du aufhörst, ein Geschäft in Gedanken auszubauen und zu erweitern, so beginnt es abzusterben. Es erhält sich vielleicht scheinbar eine Zeit lang noch auf der Höhe, muss aber neueren Unternehmungen weichen, die ähnlichen, aber energischeren Gedankenströmen entfließen. Wichtige und große Pläne sollten oft durchgesprochen werden, doch nur mit Menschen, die ähnliche Ziele und Interessen haben. Die Besprechungen sollten regelmäßig zu derselben Zeit und womöglich auch im gleichen Raum stattfinden, nicht an einem beliebigen Ort, nicht in einem Restaurant, auf der Straße oder auf der Eisenbahn. Dadurch geht Kraft verloren und Geheimnisse werden preisgegeben, auch wenn kein Lauscher zur Stelle ist. Das Sprichwort »Wände haben Ohren« ist eine Wahrheit. Eine Agenz, unsichtbar, geschäftig, diebisch und verschlagen, lauert immer an vielbesuchten Orten, in jedem Raum, der nicht psychisch eingefriedet ist, und entwendet Geheimnisse, um sie in fremde Gehirne zu tragen. Bleibt ein Zimmer ausschließlich diesen intimen Besprechungen reserviert, die friedlich und angeregt zugleich sein sollen, und wird das Zimmer durch lange Zeit in solcher Weise benutzt, so wird darin eine Gedankenatmosphäre geschaffen, die den Unternehmungen selbst förderlich ist. Sie wird stärker und stärker werden, so dass neue Ideen dort leichter und schneller als anderswo sich einstellen. Es wird ein Ort der Eingebungen werden, wo der Geist Einflüsterungen offensteht. Wird aber in einem solchen Raume zornig und heftig argumentiert, oder ist einer aus dem Kreise heimlich in seinem Inneren gereizt, so gebiert es eine üble Kraft, die nach jeder Richtung hindernd und schädigend auf alle Dinge des Lebens wirkt. Deine wahre Frau ist dein bester Partner bei jedem Unternehmen. Ob physisch oder durch Existenzformen von dir getrennt, geheimnisvoll verbunden bleibt sie dir von Ewigkeit. Fließt ihr Leben materiell an deiner Seite dahin, so wirst du sie daran erkennen, dass alle deine Angelegenheiten, alles, was dein Wohl betrifft, ihr tiefstes Interesse wecken. Dann höre getrost ihren Rat, achte auf ihre Intuitionen, ihre Sympathie und Antipathie, was Menschen und Dinge betrifft. Verhöhnst du sie und ihre Einbildungen, bist der Ansicht, dass Frauen nichts von Geschäften verstehen, scheuchst du sie zurück an die Grenze des Haushalten, so verkümmerst du dir selbst die beste Stütze, trübst das sicherste Seherauge, das deinem Wohle strahlt. Tyrannei oder wie wir einander mesmerisieren.
Keine Tyrannei ist weiter verbreitet oder subtiler in ihren tiefen Wirkungen als die Herrschaft eines Bewusstseins über ein anderes oder andere. Eine Tyrannei, bei der der Tyrann weder weiß, dass er herrscht, noch der Tyrannisierte, dass er beherrscht wird. Die unumschränkteste Gewalt ist eben die, der man sich nicht bewusst ist. Die abhängigsten sind jene, die aus eigenem Willensimpuls zu handeln glauben, denen selbst das Wissen um ihre Abhängigkeit wegtyrannisiert wurde. In dieser Weise herrscht oft das Kind über die Eltern, das Kind. Ein Geist mit neuem Körper hat vielleicht den weit mächtigeren mentalen Willen, in früheren Existenzen gereift und daher eine Gewalt der Seele, die jener der Eltern weit überlegen ist, wenn auch Erfahrungen und Intellekt des kindlichen Organismus zurückstehen. Es weiß noch nichts von seiner Macht, so wenig wie die Eltern wissen, dass sie die Schwächeren sind, und doch wird das Kind in Laune und Gebaren seinen Charakter durchsetzen und unbewusst seine Umgebung tiefer beeinflussen, als es selbst beeinflusst wird. Mit den Worten »gewaltige Seele« oder »mächtiger Geist« ist nichts Lernbares, kein intellektuelles Wissen gemeint, sondern jene überlegene Kraft, die unmittelbar von Geist zu Geist strömt, ungehemmt durch räumliche Entfernung. Ein ungebildeter Mensch kann diese stärkere mentale Kraft besitzen. Alles, was er unternimmt, wird ihm höchstwahrscheinlich gelingen. Die Welt nennt das Charakterstärke. Wahre Erziehung heißt, diese eingeborene Geisteskraft befreien und wirksam machen, nicht fremde Gedanken und Fakten, in Klammern meist falsche, hineinmesmerisieren. Die stärkere Geisteskraft geht als wirkliches, lebendiges Element auf andere über. Sie verändert, beeinflusst, bannt. So warf der erste Napoleon seinen Willen über die Armee. Jeder einzelne Soldat fühlte ihn über und in sich. Alle vibrierten von seinem Wesen, spürten, wie sich dies mächtige Element emanierte, ganz wie ihre physischen Sinne die Sonnenstrahlen fühlten. Und warum, wird man fragen, hat denn die Siegesmacht nicht angehalten? Weil er durch mangelndes Wissen in den gebräuchlichen Fehler verfiel und gestattete, dass sein Geist sich in unebenbürtigen mentalen Sphären bewegte. Er mischte sein physisches Dynamit mit Sägespänen und schwächte seine mentale Kraft, als er Josephine um einer hochgeborenen, aber inferioren Frau willen verließ. Er absorbierte eben diesen inferioren Geist. Da begann die Macht über andere zu schwinden, der Zauber verblich. Josephine war Napoleons ewiges Gemahl, seine Ergänzung und Erfüllung, nicht nach menschlichen Satzungen, sondern dem unendlichen Wissen gemäß. Als sein Geist mit dem ihren verschmolz, wallte eine Gewalt in ihm auf, wirkend auf alle nah und fern, wie auch unsere Gedanken ohne Unterlass fern dem Körper zu wirken vermögen, wenn auch in schwächerem Grade. Nach dem gleichen Gesetz wirkt auch das überlegene Gedankenelement, das ein Finanzgenie wie Jay Good im Reiche des Erwerbes aussendet, auf andere Geister nah und fern. Für einen Menschen, der ein bestimmtes Ziel, einen scharf umrissenen Plan im Leben verfolgt, kann es hinderlich, selbst verderblich werden, mit Leuten intim zu verkehren, die jenem Ziele oder Plan interesselos gegenüberstehen. Es ist ziemlich belanglos, mit wem man rein geschäftlich und von Berufswegen verkehrt. Doch Vorsicht ist geboten, ehe wir einen Menschen unsere Mußestunden teilen lassen. Wenn wir uns gehen lassen, passiv sind, wer in dieser Weise mit einem Unebenbürtigen intim wird, sei es Mann oder Frau, dem wird bei seinen Unternehmungen viel Geisteskraft verloren gehen. Der Minderwertige wird die Linie der Tat ablenken oder bis zu einem gewissen Grade beeinflussen. Sehr viel hängt daher von den Genossen unserer Mußestunden ab. Von ihnen kommen Elemente, die Leben oder Tod, Mut oder Feigheit, Geistesgegenwart oder Rastlosigkeit bedeuten können. Absorbierte Gedanken, die mit Notwendigkeit wieder in Taten herausgelebt werden, sind das mächtigste und feinste Agens im Universum, um Wohl oder Wehe zu bringen. Darum braucht sich aber niemand plötzlich und gewaltsam aus gewohnter Gesellschaft zu reißen, was leicht Schwierigkeiten und direkten Schaden verursachen kann. Er soll lieber seinen Geist diese Arbeit vollbringen lassen. Ist Trennung für uns und andere besser, so wird das spirituelle Gesetz, sobald wir ihm nur vertrauen, diese Trennung leicht, allmählich, ohne schmerzlichen Riss zustande bringen. Es wird nach und nach Ereignisse und Veränderungen eintreten lassen, so dass die Wege des Lebens sich still scheiden, nach anderen Zielen unmerklich und in Frieden. Das Schicksal handelt viel weiser und subtiler als der Eigenwille des Menschen, der turbulente, lähmende, rohgewaltige Methoden liebt. Männer absorbieren Gedanken leichter von Frauen als von ihresgleichen.
Frauen leichter von Männern. Männer werden eher von Frauen als von Männern beherrscht, Frauen eher von Männern. Wenn ein Mann, der sein Wollen auf ein Ziel gerichtet hat, seine Mußestunden mit einer Frau verbringt, die wenig oder kein Interesse an seinen Plänen nimmt, wenn er, an sie gewöhnt, seine Gedanken oft zu ihr schweifen lässt, wird er ein großes Quantum Energie verlieren, das seinem Ziele zugute gekommen wäre. Er wird sich zu Zeiten unerklärlich mutlos fühlen, nicht in der Stimmung, sein Werk zu fördern oder gleichgültig gegen das Ziel selbst. Es fehlt jener stille, ununterbrochene Strom von Enthusiasmus, der unfehlbar Erfüllung bringt. Was ist geschehen? Er hat vom Geiste dieser Frau absorbiert. Er denkt ihre Gleichgültigkeit gegen seine eigene Sache. Er ist ein Teil von ihr geworden, wird von ihr beeinflusst, mesmerisiert, ohne dass sie es will oder weiß. Sie mag reizend und faszinierend sein, die Zeit verfliegt in ihrer Gesellschaft, der Mann ist unter ihrem Charme. Er kehrt sich zur Zeit wenig darum, dass sie seinen tiefsten Willen nicht teilt. Eine momentane peinliche Enttäuschung, wenn die Gegensätze aufflammen, wird rasch erstickt. Ist die Frau der stärkere und feinere Geist, der in gleicher Weise sich in das Schicksal eines inferioren Mannes verstrickt, so erleidet sie Gleiches. Bevor der Charme verflogen ist, kann aber längst die bürgerliche Ehe geschlossen sein, während die Beziehung mit Ehe im wirklichen Sinne gar nichts zu tun hatte. Aber kein Mann und keine Frau, die wahrhaft und lebendig im unendlichen Bewusstsein wurzelt, können in diesem einen je fehlgehen. Sie sind behütet, nur das hastige, sinnlose ins Leben rasen der Menschheit ohne Rat und Beistand im Unendlichen zu suchen, schafft all diese Not. Hypnotismus ist nur eine Form der geistigen Tyrannei, die offenkundigste, da das Medium gestattet, dass sein Wille disloziert werde und stattdessen der Wille des Hypnotiseurs von seinem Leib Besitz ergreife, mit ihm zu schalten wie mit einer Marionette. Zuweilen wird das Medium durch einen glänzenden Gegenstand in der Hand des Hypnotiseurs eingeschläfert, das heißt völlig passiv gemacht, da es seine ganze Aufmerksamkeit in dem leuchtenden Punkt ruhen lässt. In diesem Moment wirft der Hypnotiseur seinen ganzen Willen, sein Du musst auf das Medium. Wer sich absichtlich positiv macht, wird dagegen kaum hypnotisierbar sein. Genauso geht es bei den fortgesetzten mesmerischen Einflüssen im Leben. Die ganze Weisheit des Lebens liegt darin, zu wissen, wann man Medium, wann Hypnotiseur sein darf. Denn diese Wechselwirkung von Geist auf Geist kann mitunter zur Quelle höchster Güter werden, jetzt aber entsteht fast nur Schaden aus ihr, wie steht, solange neue Kräfte noch unerforscht und unkontrolliert über die Erde schweifen. Räumliche Entfernung spielt bei dieser Art Wirkung fast keine Rolle. Ein Mensch, mit dem wir lange und intim verbunden waren, kann auf 1000 Meilen Entfernung unseren Leib im Guten und Bösen beherrschen, bis seine Macht geschwächt oder gebrochen wird durch die Wirkung eines neuen mesmerischen Einflusses. Die Schwierigkeit liegt darin, zu wissen, ob man beherrscht wird und von wem. Wenn ein Mensch den starken und unbeugsamen, aber schweigenden Wunsch hat, dass wir seinem Wollen gemäß handeln, ohne dass dies Wollen geradezu unseren Instinkten entgegengesetzt ist, so scheint es sehr wahrscheinlich, dass wir konform jenem fremden Willen handeln werden, in der heiligen Überzeugung nur nach eigenem Ermessen vorgegangen zu sein. In diesem Fall können wir den stärkeren, positiveren Geist haben und unterliegen doch dem fremden Willen, weil wir uns von der Notwendigkeit eines Widerstandes gar nichts träumen ließen. Wir wussten eben nichts von dem Gesetz, das Geist an Geist bindet, schweigend über den Raum hinweg. Wir wussten nicht, wie der Gedanke des anderen fern von seinem Leib in uns nagt, Tag und Nacht. So kann der Schwächere den Stärkeren beherrschen, weil er in seiner Blindheit sich binden lässt von mentalen Ketten. Überall findet sich solche Tyrannei zwischen Gatten, Geschwistern, Eltern und Kindern. Ein Freund kann wie der Geist auf Sindbads Nacken sein, ohne zu wissen, dass er in absolutem Egoismus mit seinem Willen auf einem anderen lastet. Solches Beherrschtsein ist immer schädlich, denn die Fehler, Irrtümer und auch physischen Schwächen des anderen kommen dann zu unseren eigenen hinzu. Der Weg unseres Lebens beginnt zu wanken, abgelenkt von den tieferen Gesetzen seiner eigenen Bahn. Unsere Sehnsüchte erscheinen dann plötzlich wie Launen, leere Hirngespinste oder bis zur Unerreichbarkeit fern. Gerade wo wir glauben sollen an unsere eigenen Kräfte, zweifeln wir. Ist doch der Glaube an eine Kraft Gebet und jedes Gebet trägt seine Erfüllung schon in sich. Unser wahres Selbst kann durch einen solchen unbewussten, mesmerischen Prozess beiseite geschoben werden und ein inferiores Leben lebt unser eigenes Dasein.
Wenn uns ein Mensch in den Straßengraben stößt, ist der Schaden gleich groß, ob es nun absichtlich geschah oder nicht. Heute gibt es Tausende und Abertausende mesmerisierter Kinder, auf denen die Wünsche und Hoffnungen der Eltern lasten, die eine bestimmte Art Leben für ihre Kinder in Gedanken bauen, das abzuwerfen diese noch nicht die Kraft haben, das ihrer wahren Schicksalslinie aber entgegenwirkt, sie aufhält und stört, ja das physische Leben der Kinder sogar vernichten kann. Mehr als ein Schutz für zarteste Jugend soll Elternliebe nicht sein. So aber bauen die Eltern all ihre eigenen Irrtümer in die jungen Leben hinein, bis in diese unbewusst mesmerisierten Geister kein neuer Strahl mehr brechen kann. Und so fahren sie fort zu glauben, wie bisher geglaubt wurde, zu irren, wie die Eltern irrten, und leiden infolgedessen, wie die Eltern gelitten haben, um endlich in Pein und Agonie wieder ihren Körper zu verlieren, wie ihn die Eltern verloren haben. Verlange Befreiung von jeder Tyrannei, und du wirst am Ende befreit werden. Du wirst diese Gesetze dann besser erkennen. Dein Geist wird fühlen lernen, wenn die Gefahr da ist, von anderen gebunden und hinweggeführt zu werden. Viele Menschen unterliegen ganz sonderbaren Mesmerisierungen, die sie sich kaum einzugestehen wagten, wüssten sie selbst darum. Wir werden zu Zeiten förmlich überwältigt von Beamten hinter Gittern in ihren Verschlägen. Da werden wir manchmal ganz scheu und schwach bei Dingen, die sich bei ruhiger Betrachtung als unser vernünftiges Recht erweisen. Desgleichen fürchten wir in mancher Umgebung und zu gewissen Zeiten Fragen zu stellen, um nicht unwissend zu erscheinen. Und das alles wegen Menschen, die wir bei näherer Bekanntschaft gewiss nicht der höchsten Ehrfurcht für wert hielten. Viele lassen sich geduldig gewisse Geschäftskniffe und kleinere Unregelmäßigkeiten gefallen aus Furcht vor dem Skandal. Der Grund, den sie vor sich selber geben, ist natürlich der, sie seien zu großdenkend, um sich solcher Kleinigkeiten wegen zu ereifern. In Wirklichkeit steckt aber eine gewisse Feigheit vor der Meinung bestimmter Menschen dahinter. Sie stehen unter dem Einfluss niedriger Geister, aus Furcht für schäbig oder kleinlich zu gelten, lässt sich zuweilen eine ganze Familie von einem Dienstboten tyrannisieren. Treppenwitz ist die Rückkehr zur gewohnten Denkatmosphäre, wenn die Mesmerisierung durch ein Milieu aufgehört hat. Nie sich beugen, nie sich erniedrigt fühlen in irgendeines Menschen Gegenwart. Wer es tut, leitet den Gedankenstrom sklavischer Abhängigkeit in sein Gemüt, eröffnet ein Tor, durch das der gleiche Strom auch bei unwürdigen Anlässen eindringen kann. Wir sollen bewundern, das Talent eines anderen ehren, aber wie von König zu König, mit dem reinen, tiefen Wunsch, ein gleiches möge in uns geweckt und geboren werden, ein Talent unserem Wesen so eigen wie jenem das Seine. Man kann gleicherweise durch einen Gedankenstrom mesmerisiert werden wie durch einen einzelnen Menschen. Oder das Individuum ist nur der Leitungsdraht für die allgemeine Strömung. Der sich duckende Gedanke, die Furcht vor irgendetwas, vor Krankheit, Armut, Tod, wie in Millionen Gehirne stündlich ausstrahlen, dann wieder die tyrannische Herrschsucht, die der gleiche Sklavensinn ausströmt, wird ihm einmal Gelegenheit zum Tyrannisieren. All das fließt zu einem permanent anwachsenden, ungeheuren Strom zusammen. Eröffne deinen Geist nur im geringsten diesem Strom und er stürzt über dich herein, da gibt es kein Halten mehr. Du wirst eine Zeit lang mitgerissen und alles zeigt seine düstere Seite. Um dich sind nur Misserfolg und Elend und Mutlosigkeit und Menschen, die nie und unter keinen Umständen den Finger rühren werden, dich zu unterstützen, wenn du Miene machst, dir selbst zu helfen. All das scheint recht entmutigend, doch diese übeln, falsch angewandten, unreifen Kräfte sind wie nichts verglichen mit der Macht des unendlichen Bewusstseins, dem wir unsere Sinne erschließen können, sobald wir zu bitten gelernt haben. Durch schweigendes Gebet kommen wir in diese oberen Ströme, man könnte sogar sagen, wir würden durch das Unendliche mesmerisiert. Gegen solche Beeinflussung ist nichts einzuwenden, da sie unser wachsendes Glück bedeutet, stets klareren Geist und schöneren Leib schafft und alle Fähigkeiten steigert und erneuert. Dieses Hineinruhen, dies persönliche Versenken in das unendliche Bewusstsein sollte uns weit über aller menschlichen Intimität stehen, dann leitet uns das unendliche Bewusstsein selbst zu den besten irdischen Genossen. Dann haben wir die Sicherheit der Intuition, die blitzhaft den Wert der Menschen offenbart. Wer vom unendlichen Bewusstsein mesmerisiert ist, kann auch nicht für lange unter menschliche Willenstyrannei kommen. Er wächst einfach über ihren ganzen Wirkungskreis hinaus. Von dem unendlichen Bewusstsein mesmerisiert werden, nimmt der Individualität nichts, steigert sie vielmehr. Die Menschen haben immer die Tendenz, irgendein möglichst kompliziertes und ausgeklügeltes System zu ihrem Wohle zu erdenken. Daher sind sie immer auf der Hut. Sie achten auf dieses, zittern vor jenem.
Das ist Menschensatzung. Das große Gesetz will nur glauben und es wird alles für uns vollbringen. Ein Gebet. Hier bitten, hier verlangen wir, dem unendlichen Bewusstsein immer näher zu kommen und seiner Realität immer klarer bewusst zu werden, Beweise dieser Realität zu bekommen, zu lernen, wie man ihm vertrauen könne ohne Grenzen. Wir wollen von allem Zweifel gereinigt werden. Wir bitten, in die Gemeinschaft des unendlichen Bewusstseins aufgenommen zu werden, damit es uns begleite wie ein Freund, damit wir im wirklichsten und wahrsten Sinne erkennen, wie es die große Realität selbst sei, die eindringt und hilft und wirkt in den kleinsten Dingen des täglichen Lebens wie in den großen Gesetzen des Kosmos. Wir bitten, in dieser Kraft ruhend, um das Gefühl der Sicherheit des Friedens von allem Leid, Sicherheit vor Elend, Krankheit und allen Übeln, die die Menschen fürchten, so dass wir in Wahrheit sagen dürfen: Und ob ich gleich durch das Tal der Todesschatten gehe, fürchtet meine Seele nichts. Prentiss Mulford, das Gesetz der Ehe. Das verfeinerte Element in der Natur ist weiblich, die größere, konstruktive Kraft männlich. Klarer im Schauen ist das Wesen der Frau, geschickter dieses Geschaute zu verwirklichen der Mann. Das spirituelle Auge der Frau sieht stets weiter als der Mann. Die spirituelle Macht des Mannes zu schaffen, was das Weib sieht, ist größer. Die Intuition der Frau geht dem Manne voraus, wie die Rauchsäule bei Tag und die Feuersäule bei Nacht dem auserwählten Volke vorausging. Unter Frauen gibt es viel mehr Clairvoyantes. Frauen sind auch die Ersten, um neue spirituelle Wahrheiten zu erfassen, wie sie auch am längsten religiösen Bräuchen treu bleiben, aus der tiefen Intuition heraus, dass die Kirche die Wurzel sei, aus der dereinst ineinander blühen soll, was jetzt als Wissenschaft und Religion getrennt und feindlich scheint. Die Frau erkennt direkt, ohne die mühsame intellektuelle Abwicklung von Ursache und Folge. Sie springt die Wahrheiten an. In allen Stadien seelischen Wachstums wird der innere Blick der Frau klarer sein als der des Mannes. Der Mann aber wird stets befähigter sein zu verwirklichen, was ihm die weibliche Psyche zeigt. Und für die speziellen Fähigkeiten eines bestimmten Mannes gibt es nur einen bestimmten weiblichen Scharfblick, der erkennt, wie und wann diese Fähigkeiten zur besten Entfaltung gelangen können. Weib und Mann sind wie Auge und Hand in einer wahren Ehe. Der weibliche Geist ist ein notwendiger, unentbehrlicher Teil des männlichen Geistes. Auf anderen Ebenen des Seins, wo Mannheit und Weibheit ihre wahren Beziehungen besser begreifen und auf der Höhe dieser Beziehungen stehen, strömt wechselweise eine Macht von Geist zu Geist, die unsere arme Fantasie schwerlich zu ermessen vermag. Weil in diesen Sphären der Existenz jeder Gedanke, jedes Ideal, jeder Traum Realität wird. Aus den vergatteten spirituellen Kräften eines Mannes und einer Frau können im schöneren Sein, wie aus dem Vollendeten, alle Wünsche sich zu lebendigen Dingen kristallisieren. Der Eckstein dieser Macht liegt in jeder Ehe des rechten Mannes mit der rechten Frau, der ewigen Ehe, der Seinsverschmelzung, der Prädestinierten. Für jeden geschaffenen Mann ist auch eine Frau geschaffen, die zu ihm und nur zu ihm steht, die einzige, die es für ihn in dieser wie in jeder anderen möglichen Welt gibt. Ihr ewiges Leben, wenn beide relativ vollkommen geworden sind, ihre Relation begriffen haben, wird ein ewiger Liebesrausch sein. Viele, die von Ewigkeit füreinander bestimmt sind, leben heute unglücklich zusammen, aber in anderen Verkörperungen, als andere physische Individuen mit anderen Namen, werden sich ihre höheren und entwickelteren Seelen wiedererkennen. Die wahre Frau eines Mannes, ob ihr Geist im physischen Leben gerade einen Leib zum Vehikel hat oder nicht, ist das einzige Wesen im Universum, das diesem einen Manne zu der höchsten Geisteskraft verhelfen kann, deren er fähig ist. Und Gedanken aus dieser Quelle geschöpft, haben gerade die für seinen Intellekt nötige Eigenart, gerade das, was er im Augenblick für sein Werk, seine Unternehmungen und Geschäfte braucht, wird die Frau mit Seherkraft erschauen. Der wahre Gatte einer Frau ist wieder das einzige Wesen im Universum, dem die Fähigkeit verliehen ist, die Vision der Frau zu verwirklichen. Dieses Ineinanderstrahlen von Kräften ist die Einheit, das neue Wesen, das sie bilden, nicht die Kinder, die sie physisch zeugen. Die Frau vermag durch ihre feinere,
psychische Organisation, Gedanken, besser Intuitionen höheren Grades zu empfangen. Sie ist die empfindlichere Membran für die Schwebungen im spirituellen Ozean. Er hat den stärkeren Intellekt für das rauere Stratum des Lebens, um die Intuitionen der Frau in den Dingen der Erde zu realisieren. Doch den höheren Intellekt, der die ganz feinen, mächtigen Gedanken empfängt, hat er nicht. Hinter allen großen Männern, in jeder Phase, jedem Grad der Lebensentwicklung, hinter jedem Erfolg und jedem Unternehmen, steht immer irgendwo, sichtbar oder unsichtbar, eine Frau, die Weckerin. Die Frau hat heute mehr Macht und übt mehr Macht, als sie selbst ahnt. Überall wirken ihre Inspirationen, deren sich der Mann dem Grade seiner Feinfühligkeit entsprechend bewusst wird. Der Beschenkte aber nimmt auf, ohne zu ahnen, dass sie es ist, die ihn beschenkt, und sie gibt, ohne um ihre Gabe zu wissen. Was man ihre müßigen Gedanken, ihre fantastischen Grillen nennt, dies spielerische Bauen von Luftschlössern, ist die fruchtbare Erde, aus der die Saat der Wirklichkeit schwillt. Es ist eine Wahrheit, dass wertvolle Ideen stumm, ohne dass ein Wort gewechselt wird, verschenkt werden können. Ärger noch ist es, wenn der feinere, mächtigere Gedanke von dem einen zum gröberen Intellekt des anderen fließt und als Tausch für seinen Schatz niedrigere Geisteswellen zurückempfängt. Dann denkt, fühlt und handelt der vornehmere Mensch unter seinem Range. Er denkt Gedanken, die unter ihm sind, die Wesensfremden des ungleichen Genossen. Die Frau ist nicht das schwächere, nur das feinere Gefäß, das den unirdischen Wein der Geistigkeit trägt. Oder sie ist dem Manne, was die Magnetnadel des Kompasses dem Steuer des Schiffes ist. Da sie das feinere Instrument darstellt, so bedarf sie größeren Schutzes, wie der Seemann seinen Kompass oder Sextanten vor störenden Einflüssen schützt. Wird dieses feine Instrument dazu geschaffen, höchste Intuitionsströme zu registrieren, zugleich der groben Natur ausgesetzt, das heißt gezwungen, die Arbeit des Mannes zu tun, so wird es stumpf, verliert seine Sensitivität und nun leidet der Mann Schaden, da ihm das Instrument, das er missbraucht, nicht mehr die Wege weisen kann. Er leidet an Gesundheit wie Vermögen. Darum sagte Christus von Maria, sie habe das bessere Teil erwählt, da sie sich nicht zur Hausmagd erniedrigte gleich Martha. Es liegt nur an unserer Barbarei, dass Hausarbeit als Frauenberuf betrachtet wird. Diese Arbeit innerhalb der vier Wände, wo Kochen, Betten machen, reinigen, Kinder warten und noch 20 andere Pflichten in einem einzigen Vormittag auf die Frau fallen, ist weit erschöpfender als Pflügen oder irgendeine einzelne Tätigkeit üben, sei es Handwerk oder Studium oder Büroarbeit. Denn je mehr verschiedenartige Dinge man im Sinne behalten muss, desto größere Geisteskraft muss nach den verschiedenen Richtungen ausgesandt werden. Wird die Frau derart ausgebeutet, so verliert sie die Begabung, neue Ideen zu empfangen. Sie stumpft sich ab, denn die Kraft, die hierzu nötig gewesen wäre, ist in Muskelarbeit umgesetzt worden. Robotet der Mann allzu sehr, so schwindet wieder seine Fähigkeit, ihre Intuitionen zu erfassen. Kann oder will ein Mann diese Beziehung seines wahren Weibes zu ihm nicht anerkennen, so gleicht er einem Seefahrer, der einen Kompass besitzt, ohne ihn zu benutzen. Wenn er unaufhörlich ihre Ideen oder Eindrücke oder Vorgefühle in Bezug auf seine Unternehmungen verhöhnt, weglächelt, wird er im Lauf der Zeit ihren Intellekt abstumpfen, ihre Intuition verkrüppeln und die Quellen ihrer Inspirationen verschütten. Er unterbricht auf diese Weise ihre Verbindung mit den oberen Strömen schöpferischer Gedanken. Er wird ihre Gesundheit untergraben und die seine, ihren und seinen Intellekt schädigen und sich und sie niederziehen in rohere und tiefere Schichten des Lebens. Das sind Teile und Kräfte, die ein Ganzes geben, von der unendlichen Weisheit zusammengefügt. Die Sage, dass Minerva dem Haupte des Zeus in voller Rüstung entsprungen sei, ist ein Symbol für den höheren Ursprung der weiblichen Weisheit. Sie bringt aus den oberen Welten Erkenntnisse wie Blöcke Goldes mit. Die Aufgabe des Mannes ist es, seinem Wissen und Können gemäß Formen der Schönheit daraus zu bilden. Oft hat man gefragt, warum haben Frauen relativ so wenig geleistet, verglichen mit dem Werk des Mannes in der Technik und den anderen aktiven Gebieten des Schaffens? Da die Frau die Gedankenbringerin ist, die Botin von oben, so sind alle Werke zugleich ihr unsichtbares Wirken.
Sie gab, ohne zu wissen, dass sie gab. Der Mann nahm, ohne zu wissen, dass er nahm. Solange keines wusste, dass sein wahres, sein größeres Teil in der unsichtbaren Hälfte des Lebens liegt, dass er geistige Tentakel hat, die weit hinausreichen über den Leib. Fühlfäden, die sich berühren, vermischen und unsichtbare Elemente tauschen, die Gedanken. So hat die Frau immer ihr Werk vollbracht. Die Adoration der katholischen Welt für die Jungfrau Maria entspringt jener tiefen Scheu vor dem sublimen Vehikel, das die höchste Weisheit, Christus, der irdischen Welt vermitteln durfte. Nicht bevor der Mann das weibliche Element verehren lernt, als den Träger des Agens, den Boten der höheren Einsicht, wird er selbst die Kräfte eines Erleuchteten haben. Die Frau, die sich ihrer wahren Relation zum Manne bewusst geworden ist, hat die Pflicht, auch Anerkennung ihres Wertes zu fordern. Nicht keifend als Megäre, sondern als stolze, liebende Königin, bedacht zu gefallen, doch fest beharrend nach ihrer Einsicht zu gefallen und zu helfen. Gibt sie sich minderer Wertung preis, so ist sie gleicherweise verantwortlich für alles Leid, das beiden daraus erwächst. Jeder muss sich selbst die Gerechtigkeit erkämpfen. Sobald wir unseren Wert für andere klar erkennen, sollen wir auch die anderen diesen Wert erkennen lehren. Sehen sie ihn nicht, so dürfen wir nicht geben, bis sie gelernt haben, ihn zu sehen. Fahren wir fort zu geben, wenn unsere Gaben missachtet werden, so sind wir die größeren Sünder. Denn so verschwenden wir wissentlich das hohe Gut, das das unendliche Bewusstsein durch uns strömen lässt. Sympathie ist Kraft. Wenn ein überlegener Geist viel an einen minderwertigen Menschen denkt, sendet er ihm einen Strom von Macht, Inspiration und Energie. Da er aber nicht Gleiches zurückerhält, wird er geschädigt an Leib und Seele. Er gibt Gold und erhält Eisen. Der minderwertige Intellekt, der also vampirhaft sich nährt, ist nur fähig, einen Teil der hohen Gabe zu absorbieren, die eben noch in seine geistige Sphäre fällt. Der Rest geht nutzlos verloren. Dieser untergeordnete Geist kann aber doch der wahre Gatte sein, nur noch nicht heraufgereift zum vollen Verständnis seines ewigen Gemahls. Mann und Frau beginnen den wahren Wert ihrer Vereinigung zu begreifen, wenn sie sich verbinden in dem Wunsche, sich gegenseitig geistig gesünder zu machen, wenn sie ein großes, lebenserfüllendes Ziel sich gesetzt haben. Sie werden erkennen, dass jeder niedere, rohe und kleinliche Gedanke eine Schädigung ist, auch für den anderen, dass dieser Gedanke, wenn fortgesetzt, beiden Gatten verderblich werden muss. Beide werden streben, immer wachsende Kräfte zum Wohle aller zu werden. Wenn der Mann inne wird, wie der weibliche Geist neue Gedanken in ihn senkt, einer Quelle, immer klarer Erkenntnisse gleich, wenn die Frau sich der unendlichen Macht bewusst wird, die in den Ebenen der Wirklichkeit vollbringt, was ihr versagt ist, dann ist es eine wahre Ehe. Ihren gemeinsamen Weg aber mögen sie dann richten nach dem Erkennen, das aus dem Gebet um Weisheit fließt. So werden sie ihren Geist mit neuem Fleisch bekleiden. Dann sind sie auf dem Pfade zu den Wunderkräften des inneren Menschen, werden einander zu Heilern und Lenkern. Sie schreiten aus dem Heute in ein immer mächtigeres, reineres Morgen. Priester vieler Religionen sind zur Ehelosigkeit verpflichtet, nicht weil die Ehe in ihrem höchsten Sinne sie herabziehen würde, sondern weil die Frau eines wahren Priesters, das heißt eines fast divinen Menschen, als sein spirituelles Teil gar nicht mehr auf der sichtbaren Seite des Lebens steht. Von drüben aber sendet sie ihm die Inspirationen seiner Seele. Würde dieser Mann mit einer anderen Frau eng durch Bande verknüpft werden, so wäre das eine Wand, ein gröberes Element, das ihn von seiner priesterlichen Genossin schiede. Seiner wahren Frau, mit der er in irgendeiner Form der Existenz wieder vereint werden soll. Es ist Menschen und menschlichen Gesetzen unmöglich, solche zu trennen, die von Ewigkeit wahrhaft füreinander bestimmt sind. Es gehört zu den Möglichkeiten des Seins, dass von zwei wahren Gatten der eine inkarniert ist, während der andere vielleicht eine Existenz im Unsichtbaren führt. Vielleicht wird die Zukunft eine Möglichkeit erkennen, wie durch unablässiges Verschmelzen der Gedanken zwischen solchen Getrennten selbst eine reale Berührung zustande kommen könnte. Würde der Mann eine tiefe Relation zum Leben mit einer anderen Frau eingehen, so würde ihn das immer weiter von seinem ewigen Gemahl trennen. Es wäre eine neue Schranke zwischen ihm und ihr. Erst viele Inkarnationen später würde er vielleicht die spirituelle Klarheit erlangen, diejenige zu erkennen, die ihm wahrhaft bestimmt ist.